Dieser Mann ist aktuell unglaubliche 70 Millionen Euro wert. Dabei sind die wichtigsten Eigenschaften von Toni Kroos eigentlich unbezahlbar, wie ich persönlich feststellen durfte. Es ist der emotionalste Moment des Abends. Fußballstar Toni Kroos kämpft mit den Tränen, als er davon berichtet, wie er mit seiner Stiftung einem schwerkranken Kind und dessen Familie half. Wenn ich auch mal stolz bin, bin ich darauf stolz, dass ich diesen Jungen diesen Tag schenken konnte im Stadion und dem Papa diesen letzten 20 Monate etwas erleichtern konnte. Darauf bin ich stolz. Es ist für Toni Kroos eine Herzensangelegenheit, schwerkranken und benachteiligten Kindern und ihren Familien zu helfen. Und seinetwegen kommt am vergangenen Freitag das Who is Who zu seiner Stiftungsgala nach Köln. Unser Moderator Amius entdeckt Veronika Ferres plus Ehemann Höhle der Löwen-Investor Carsten Maschmeyer auf dem roten Teppich. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Ferres. Ja, guten Abend. Ja. Hallo. Herr Maschmeyer, herzlich willkommen in der Höhle. Nein, das ist jetzt eher eine. In der Höhle des Tonis. Ja, genau, in der Höhle des Tonis. Was ist das für Sie heute Abend für einen Abend? Ja, wir sind sehr gespannt. Es ist eine Premiere und Toni Kroos war es sehr wichtig, dass wir heute kommen. Das Investment in Kinder ist das schönste und wichtigste Investment, was man tätigen kann. Auch Boxhundetrainer Martin Rütter ist gekommen, zusammen mit Paul Panzer. Der Comedian ist ungewohnt ernst. Wenn man dich kennt, dann weiß man, du stehst für Comedy, du stehst für Unterhaltung. Wie wichtig ist das im Rahmen der Arbeit auch von Toni Kroos? Ja, ich meine, eigentlich meide ich ja solche Termine, aber ich bin ja selber Botschafter des Deutschen Kinderhospiz. Und als eigentlich der Martin gesagt hat, Mensch, da musst du hingehen und ich gehört habe, was der Toni da so macht, da habe ich gesagt, Mensch, da bin ich dabei und jetzt komme ich nicht umhin und jetzt sind wir beide hier. Denn der Nationalspieler sammelt an diesem Abend Geld für seine Toni-Kroos-Stiftung. Die gründete der 27-Jährige vor 2 Jahren, um schwerkranken Kindern und ihren Familien Lebensfreude zu schenken. Für die 18-jährige Sinja, die seit ihrer Geburt gehbehindert ist, organisierte seine Stiftung ein Handbike für ihren Rollstuhl. Bei der Gala hat Toni noch eine Überraschung für sie. Ich will dich mit deiner Familie am Wochenende nach Madrid einladen und natürlich mit einem Besuch. Deiner Wahl, du kannst aussuchen, welches Spiel du sehen möchtest. In Madrid. Auf gar keinen Fall. Eine Arbeit, die dich mit Lebensfreude erfüllt? Ja, total. Also die Reaktion, die man erlebt von den Familien, wenn man ihnen hilft, von den Kindern, die sind absolut unbeschreiblich. Wir haben jetzt in den knapp 2 Jahren wirklich so viele Fälle erlebt, denen es wirklich unfassbar schlecht geht, wo man mit kleinsten Hilfen, was für uns selbstverständlich ist, so viel helfen kann, so viel unterstützen kann. Und diese Menschen sind eben auch einfach unfassbar dankbar, dass ihnen irgendwo die Hand gereicht wird. Und nein, das erfüllt uns, die im Endeffekt alles haben, total mit Glück. Toni Kroos steht selbst auf der Sonnenseite des Lebens. Als Fußballstar verdient er im Jahr geschätzte 12 Millionen Euro bei Real Madrid. Er ist Fußballweltmeister und gewinnt als einziger Deutscher 3-mal die Champions League. Doch trotz all der Titel und Erfolge ist der Kicker mit dem großen Herz auf dem Boden geblieben. Keine Skandale, keine ständig rote Teppichpräsenz. Kroos ist ein Familienmensch. Mit seiner Ehefrau Jessica hat er 2 Kinder, den 3-jährigen Leon und die 10 Monate alte Amelie. Das ist mit Abstand der tollste Papa, den man kennt, muss man wirklich sagen. Und ja, klar, auf dem Fußballplatz ist er Toni, aber zu Hause ist er halt einfach auch nur Papa. Wie wichtig dem 27-Jährigen seine Familie ist, wird nach dem Champions-League-Sieg deutlich. Anstatt mit seinen Teamkollegen auf dem Platz zu feiern, feiert Kroos lieber mit seinem Sohn. Für mich ist es halt selbstverständlich, weil ich weiß, dass diese Unterstützung, die ich auch brauche, um so spielen zu können und diese Kraft zu haben, in diesen Spielen so zu spielen, von keinem anderen kommt als von meiner Familie. Und wir gewinnen eben diese Titel zusammen. Geheiratet hat der WM-Held seine Jessica im Juni 2015 übrigens klammheimlich. Sie und die Kinder sind auch in der Stiftungsarbeit sein wichtigster Rückhalt. Wie unterstützt ihr euch da gegenseitig? Natürlich hat er absolut meine volle Rückendeckung für alles. Und das macht er schon toll. Das kriegt er schon alles alleine hin. Ich muss gar nicht groß pushen. Aber alleine ist auf jeden Fall Quatsch, also, weil sie ist da absolut auch meine größte Hilfe. Auf dem Teppich entdeckt Amius noch eine seelische Stütze von Toni Kroos, seinen Bruder Felix. Achtung, Verwechslungsgefahr. Wie ist das denn eigentlich, wenn dann Toni in dieser Tätigkeit mal Hilfe braucht? Ruft er dich dann auch hin und wieder mal abends an und sagt, hier, Felix, ich brauche mal deine Hilfe?
Sowieso, kann er sowieso immer machen, wenn er Hilfe braucht. Ist selten, dass er Hilfe braucht, aber wie gesagt, wenn irgendwas ansteht, wo ich helfen kann, bin ich sofort da. Toni Kroos könnte nach seinem Champions-League-Sieg längst im Urlaub sein, doch er sammelt lieber Spenden. Und das imponiert vor allem den Promis wie Pursänger Hartmut Engler, übrigens Toni Kroos Lieblingsband. Ich fühle mich mit dem Toni total wohl. Er ist einfach ein großartiger Mensch, sehr verlässlich, bodenständig, wäre jetzt wahrscheinlich ein zu schwaches Wort. Er ist ganz klar in seiner Haltung zu Dingen und das ist sehr beeindruckend. Also für mich war das Highlight, dass er am Tag vorm Champions-League-Finale geschrieben hat, ob ich mich schon hier angemeldet habe für einen Tisch und ob ich lieber vegetarisch oder Fleisch essen möchte. Der Toni ist in jedes Projekt involviert, der kennt jeden Jungen, jedes Mädchen, was da betreut wird, selber und kümmert sich mit. Und das ist unglaublich aufrichtige Arbeit und das ist einfach typisch Toni. Insgesamt 642.000 Euro hat Toni Kroos für seine Stiftung am Freitag in Köln gesammelt. Geld, das kranken Kindern Lebensfreude schenken wird.